Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mac App Review und heute zu der App Compress. Erstmal vielen Dank an die Entwickler, die mir, oder den Entwickler, es ist glaube ich nur einer, der mir einen Promocode zur Verfügung gestellt hat und also quasi ich habe das Programm gesponsert bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, was ist das Programm? Und ja, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch schon hier, der hat da irgendwie so zwei Vorschaubilder geöffnet und da vorne ist noch ein kleines Fenster, was ist denn das? Ja, also das im Hintergrund könnt ihr erstmal nicht beachten, da komme ich später zu. Kommen wir erstmal zu diesem ganz kleinen Fenster, das ist mehr oder weniger eigentlich das komplette Programm. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist das denn und wie teuer ist das? Sage ich gleich direkt mal, 2,99 und also es ist eine relativ überschauliche und kleine App, aber auch kleine Apps haben es in sich und ja, mal gucken, ob es diese auch in sich, hat. Ich habe es natürlich schon getestet. So, also was können wir hier, also erstmal, was kann das Programm generell? Und zwar, jeder kennt das Problem, er will irgendwie Bilder verschicken und sie sind zu groß per E-Mail oder es dauert ewig oder irgendwo hochladen und es dauert ewig, bis sie oben sind oder sonst irgendwas. Bilder von sind zu groß, also nicht von der Auflösung her, sondern von der Megabyte-Anzahl der Datengröße halt. So, jetzt kann dieses Programm die Dateigröße verringern. Laut der Mac App Store Seite sogar bis weit über 90%. 99% sind sogar teilweise möglich, stand da, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie sowas in dem Dreh. So, und dabei allerdings die Auflösung soll die Auflösung nicht benachteiligt werden und auch die Bildqualität. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das Ganze macht. Ihr öffnet ein Bild, da habe ich jetzt mal hier das hier. So, das öffne ich und das ist genau das hier, welches ihr auch hier schon im Hintergrund seht. Und jetzt könnt ihr hier die Vorschau an- oder ausklicken. Standardmäßig ist sie an. Könnt ihr hier gucken, wie es aussieht. Wobei ich die Vorschau relativ unnötig finde, in Anführungsstrichen. Was dagegen nützlicher ist, ist das hier unten. Da seht ihr, original ist 2,59 MB groß. Und wenn ich es komprimiere mit hier oben der maximalen Kompression, ich kann die auch runterstellen. Und dann seht ihr da unten, dass das Bild größer wird. Wenn ich es jetzt nicht ganz so stark komprimiert haben will, dann gehe ich halt nur auf die Minimumstufe. Ist immer noch kleiner geworden. Um 32%. Und ich gehe jetzt mal auf Max und hier 294 Kilobyte und das ist schon ordentlich, fast 90%. Und jetzt klickt ihr einfach auf Komprimieren und dann komprimiert euch das. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie so ein Bild ist. Hier habe ich das Original. Ich habe hier mal rangezoomt und was 3 oder 4 Mal rangezoomt. Wirkt ein bisschen verpixelt und ist ja so, wenn man ranzoomt, aber alles in allem kann man es noch ganz gut erkennen. Hier dagegen, das ist das Komprimierte, wirkt es noch mehr verpixelt, wenn ihr das hier mal, diesen Busch oder auch hier den Himmel da oben vergleicht mit diesem hier. Also es wirkt durchaus verpixelter und auch hier die Büsche wirken irgendwie nicht. Also hier sieht man, kann man noch gut die Büsche erkennen, sie sind relativ gut aufgelöst und hier eher weniger. Das ist also auf jeden Fall ein Nachteil. Das habe ich bei ein paar Bildern festgestellt, bei anderen konnte ich das nicht so feststellen. Ich habe es ja natürlich mit ein paar Bildern ausprobiert, bei anderen konnte man es nicht so feststellen, da waren die Bilder eigentlich nahezu identisch. Und wenn wir jetzt allerdings mal rauszoomen, hier so wirklich auf die komplette Größe bei beiden Bildern, so, dann fällt eigentlich nicht sehr viel auf. Also ich finde, das ist jetzt nicht so der Unterschied hier, da oben der Himmel vielleicht ein bisschen, aber mehr auch nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr das Bild dann im Endeffekt irgendwo hochladet oder nur um es Freunden kurz irgendwas zu zeigen, auf jeden Fall ein super Programm, um irgendwie irgendwas zu verkleinern, damit man es schneller schicken kann, schneller hochladen kann, was weiß ich. Ist ja immer nützlich, je kleiner die Datei ist. Ja. Wie gesagt, also in der Bild von der Bildqualität her könnte der Entwickler auf jeden Fall noch sollte er auf jeden Fall noch die Bildqualität verbessern. Ansonsten ist das eigentlich ein Top-Programm für 2,99. Also selbst wenn einer dann
von euch das kaufen und nicht mit der Bildqualität nicht zufrieden wäre, das ist kein Betrag. Von daher könnt ihr das ruhig mal ausprobieren. Das Ganze unterstützt 80 Dateiformate. Das ist natürlich, finde ich, auch wirklich toll. Spuckt nur JPEGs aus. Das ist wiederum nicht ganz so gut. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es wirklich auch die 80 dann ausspuckt. Aber vielleicht so ein paar neben JPEG vielleicht noch PNG und ja, was weiß ich, vielleicht noch TIFF oder so. Ja, so ein paar noch. Aber JPEG ist ja schon mal nicht so schlecht. Also auf jeden Fall könnt ihr damit viele unterstützt das Programm viele Dateiformate. Ich habe natürlich nicht alle ausprobiert, weil es wäre deutlich, deutlich zu viel. Teilweise habe ich von manchen noch gar nichts gehört in meinem Leben. Also ja, gut. Also kommen wir daher also auch schon zum Fazit, was ich jetzt mehr oder weniger eigentlich auch schon gesagt habe. Wie gesagt, es ist ein relativ günstiges Programm, was seinen Zweck erfüllt und schnell mal bedienbar ist. Und ja, die Bildqualität ist das Schlechteste. Es unterstützt 80 Formate, das ist wieder positiv. Und ein paar Ausgangsformate mehr sollte es noch haben, das wäre noch ein negativer Aspekt. Ansonsten gutes Programm, wer sowas sucht, kann zugreifen. Und ja, wie gesagt, an den Entwickler, arbeite noch bitte an der Bildqualität. Ansonsten schönes Programm und nette Idee. Bis demnächst.